Guten Morgen, liebe Leute. Guten Morgen. Alle sitzen hier nackig am Tisch, außer Tommy und Marlies. Und Skadi. Und Ruben. Eigentlich sitzt also keiner nackig am Tisch. Hey! Ich hab mein Unterhemd an! Komm, du bist nackig an den Armen. Ey! Es wird laut schon wieder am frühen Morgen, ey. Ich bin letztnackig. So, Mensch, gestern habe ich mich ein bisschen aufgeregt über den Kolliername mit den Speichen, aber naja. Heute sieht schon wieder alles anders aus. Genau. Memo an mich selbst, Sättel bestellen. Das ist der letzte Sattel, die sind jetzt hier, die ganzen, die sehen nicht mehr so schön aus. Muss ich austauschen. Machst du super! Ich hab Angst! Du hast Angst vor was? Vor der? Nee. Die arme Spinne, ey! Den haben wir heute die Nacht das Fahrrad geklaut. Ja. Ja. Das ist genau der Mountainbike, der hat so einen weißen Reifen drin. Also das will ich jetzt kennen ungefähr. Und den Sal hat er rausgenommen, nimmt er immer raus. Und dann will ich heute Morgen gucke ich aus dem Fenster. Aber wir waren halt immer wie viel Bahn, das hat da fünf oder so weit, ich musste die Pickel nehmen und man sieht, dass das Schloss draußen auf der Erde noch. Ach, da war es weg? Ja, da war es, ich muss auch schon vorher weg gewesen sein, weil ich zwischen 1 und 2 und so ungefähr, ich könnte später gewesen sein, da waren wir Krach draußen vor der Tür, da haben sie alle Türe, Haustüre gerubbelt und ja, die versucht aufzukriegen. Ja. Ja, ganz nicht schneller. Ja, das war eine kurze Introduktion mit langem Videoverschleiß, Videomaterialverschleiß. Jetzt schauen wir erstmal den Schlüssel ab vom Spielkopf und dann gucken wir mal, jetzt sind so viele Räder nicht zurückgekommen wieder, ey. Kann doch nicht sein. Was soll denn das, ey? Du, ey. Wie gerade, Ecke? Bester Mitarbeiter. Komm, verschwinde. Aua. Aber ist das wohl? Wer befindet sich hinter der Kamera? Naja, wie auch immer. Clara Zetkin, genau. 70. Danke. Naja, ist okay. Weil ich Werbung für dich gemacht habe. Machst du Werbung für mich? Wo machst du Werbung? Machst du Werbung? Schaltest du Werbung für mich? Ja, klar. Wo denn das? Hast du gesagt, der Idiot, der macht alles online? Du bist ja ein Penner, das ist über, ey. Oder was? Achso, hast du schon? Nee, mach mal. Ja, du hast doch meinen Stift in der Hand. Wie soll ich denn das machen? Und jetzt Müll oder was? Hä? Ja, du darfst jetzt nicht sagen. Naja. Ja. Er hat mir ein feiner Dratti geliefert. Von seinem Arbeitgeber signiert mit BBF. Und hergestellt in Fernkost. Deutschland. In Deutschland dekoriert, aber hergestellt wo? Deutschland. Nein, ja. Kommt man von MIFA oder was? Na ja. Ja? Nein. Ja, was denn? Wie sieht da die Brille? Der große Klinik? Ja, das ist wirklich nicht. Was ist denn das? Wie lange hast du das schon in Deutschland? Ich nicht. Was ist denn das? Der Boden. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ich kann das doch nicht zählen jetzt. Hier. Weil das der weltbeste Mitarbeiter ist. Danke für die Spende. An die BBF, danke. Ich danke allen Mitarbeitern. Wir sehen uns dort. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Danke für die Spende. Das ist kein Problem. Das ist meine Stromrechnung. Ja. Für jetzt gleich. Das ist der Strom. Ciao, ciao. Aber ich meine, was soll ich machen? Ich muss ein billiges Rad anbieten, da habe ich mir das einfach jetzt gekauft vom BBF. Natürlich hat er nur das Beste gesagt über das Rad. Das ist ein Fahrrad, fährt. Also er hat nie was Schlechtes gesagt. Das ist Quatsch, das habe ich jetzt einfach nur gedichtet, frei erfunden. Ja, also möge man ihm nicht zum Nachteil gereichen. Und er ist ja auch kein Testfahrer, er weiß es ja nicht. Ich meine, wir fahren ja nicht die Räder, die liefern die nur aus. Aber wahrscheinlich werden sie mit Retouren auch zu tun haben und dementsprechend mal schauen. Ja, ich hoffe, ich meine, ich sehe das ja schon, was da verbaut ist an Teilen.
einfach, simpel, sieht okay aus. Erstmal. So, Visitenkarte und Gruß sind angekommen. Von klarer Fall. Schauen wir mal. Wir vereinigen uns alle miteinander. Gegen billig, für Qualität, für mehr Arbeitsfreude. Ah, das ist wichtig. Ich hab's nur Scheiß hier. Ey. So, jetzt zeig mir Hollandrad. Apropos Arbeitsfreude. Hollandrad, Hinterrad platt. Könnte kotzen. Ist immer noch die erste Aufgabe heute. Mit anderen Worten, ich bin noch zu nichts gekommen. Fangen wir mal an hier. Hosen hoch und los. Jetzt hier in meiner Kammer hier. Bevor es verloren geht, machen wir mal ab. Dann machen. Mann, wir müssen was gegen Fahrraddiebstahl machen. Auf alle Fälle. Hier von Radsport Heinz hatte ich ja auch mal eins, was geklaut wurde. Von einem Mitarbeiter. Vielleicht warst du dazu, ja? Klarer Fall. Hm? Bist du der Mitarbeiter, dem mal das Rad geklaut wurde, das Mountainbike, diese Eigenprodukt, was ihr habt? Mir fällt der Name jetzt nicht ein, ehrlich gesagt, hört sich Chantelli, kann das sein? Da hatte ich mal ein Mountainbike hier angekauft. Offensichtlich geklaut, also das habe ich natürlich gleich gemeldet, also war das gleiche, habe ich ja damals schon gemacht, vor Jahren. Habe ich gleich gemeldet. Also ich bin, vielmehr bin ich zu Radsport Heinze, bin hier hingefahren, habe mit Chefchen geredet und der meinte, ja, das gehört ein Mitarbeiter. Also da bin ich mal in der Freizeit, als ich denn mal Freizeit hatte, bin ich mal vorbeigefahren. Der meinte, ja, das gehört ein Mitarbeiter, meinte er. Ich sag, was soll ich jetzt damit machen? Naja, der hat die Versicherung schon gezahlt gehabt. Und dann kam er mit noch mehr Rädern, der Typ, der mir das verkauft hat. Und hat mir noch verkauft ein, was ich auch gekauft habe, weil man zurückverfolgen konnte. Das war ein Hot Chili Symotic. Perfekter Aufbau, richtig geil, richtig genial gemacht. Und das hat der, das habe ich dann zurückgeben können an den, das hat der den Tag geklaut auch. An der Charité, hat das dem Arzt geklaut, auf dem Charité-Gelände. Der war natürlich totglücklich, weil das Ding war also weit über 1000 Euro. Mit Carbon-Teile aufgebaut, also richtig geile Draht. Und das hat er mir für 80 Euro oder was die gemacht. Also beziehungsweise habe ich das zurückgenommen. Dann hat dem zurückgegeben. Hat der sich gefreut. Also alles über die Polizei dann gelaufen natürlich. Ja, war gut. War richtig gut. So schließt sich der Kreis. Also das habe ich schon immer gemacht. Diese Dinger, bloß ich habe es ja nie aufgenommen oder so. Das ist eigentlich auch schwierig dann natürlich, wenn man es nicht aufnimmt. Wenn man es aufnimmt, ist es ja einmal frei zu beweisen. Ach, ich muss dieses Schreiben fertig machen an die Polizei. Um Himmels Willen, ich muss dieses Schreiben bei die Polizei fertig machen. Ich habe es noch nicht geschafft. Scheiße. Tja, kakalaka, ich muss das Schreiben fertig machen für die Polizei. Also hier bei dem Reifen mache ich natürlich hier so ein Antiplattband rein, also ein Antiplattschlauch rein. Zusätzlich,
weil ich keinen Bock habe, den nochmal zu reparieren. Ihr wisst ja, Ventil raustrennen aus dem alten Schlauch und dann einfach rein. That's just an English girl. Okay. Was denn hier? Jetzt ist das Ding hier locker. Das zählt gerade. Das ist abgefallen. Mal Tretlager nachstellen. Das kann ich auch nicht so lassen. Ja, schönen guten Tag, Müller mein Name. Ich rufe an, weil ich einen Brief von ihm bekommen habe, dass ich eine Zeugenaussage machen soll wegen schweren Fahrraddiebstahl. Und die Sache ist, ich habe einen Fahrradladen hier und der Herr hat mir ein Fahrrad verkauft, was ich aber schon... Ja. Ach so, ich dachte, ich bin jetzt durch. Ja. Schlecht. Ich wollte einfach, das kann ich Sie ja wahrscheinlich auch fragen. Es geht darum, ich habe ja hier den Fahrradladen und ich habe das alles auf Video aufgenommen. Jetzt ist die Frage, ich lässt sich schwer alles in Worte kleiden. Großartig hier, weil hier steht ausführlich den Sachverhalt. Ich meine, ich habe es auf Video. Das erklärt eigentlich alles. Ja. Und also, wäre das denn sinnvoll, diese Videoaufnahme einfach hinzukommen zu lassen? Ist das für Sie verwertbar? Fertig. So machen wir das. Ja, werde ich finden. Irgendein Speichermedium. Dann ruft damit, aufknallen. Und dann kriegen sie das unzensiert mit. Oh, bin ich mal gespannt. Sollen sie mal wegsperren? Was? Scheiße ist das doch. Der Kack. Also, was bei dem Rad passieren soll, ist klar. Vorderrad wird gewechselt. Da kommt eins mit dem Nabendynamo rein. Die Dame möchte ein Licht haben. Ein dauerhaft installiertes Licht. Und die Lampe muss natürlich hier hinter angebracht werden. Das versuchen wir auch zu realisieren. Ja, oh, süchtig nach Salz. Ich bin so süchtig nach Salz, das ist unser okay. Na, Zucker, ja, das eine. Aber Salz ist bei mir meine Sucht. So, was noch? Lampe hinten. Ja, Lampe hinten muss rein. Was machen wir denn da? Muss ich mal basteln. Oh Gott. Das ist ja keine Aufnahme. Also weder hier, möchte ich ohne den Schutzblech zerbohren dafür.
noch da. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier oben eine Lampe ran, schrauben das ab und nutzen diesen einen Punkt hier, machen so einen Querträger auf. Ich glaube, so weit gibt es. Mal gucken hier. Bestimmt bei den Plastik-Reflektoren. Halt so weit bei. Na, also, wenn da eine stirbt, wenn es da eine stirbt zum Anbauen, muss man was anbauen zum Anbauen. Was anbauen zum Anbauen. Das ist Scheiße. Quatsch, erzählt der Tommy. Wann kommst du? Ja, das wäre schon ganz geil. Aber Ich weiß es nicht. Kleine Lampe daran, das wäre auch gut. So, aber ich schau mal. Also das ist natürlich ultra geil, das Ding hier hinten dran zu machen. Das ist ja wohl der Hammer. Ich nehme die Bühne, ich biete da nicht rum. So, ich gucke mal, ob das so klappt, wie ich denke. Geil, sieht's aus. Dann klemme ich hier den Winkel ran. Und dann klemme ich hier das Licht drauf. Gucken, wie das aussieht. Das kostet ja erstmal nicht, wenn es nicht gut aussieht. Wenn es nicht will, dann nicht, aber. Ey, passt zum Rad, das ist das Geile. Das ist ein Schwinn. Schwinn ist ja absolut eine Kultmarke. Wer hat nicht weiß, sollte sich belesen. Und das sieht doch richtig geil aus. Ich meine, die Schraube ist ein bisschen lang. Die ist aber ein Trägermaterial. Also das ist, die ist da mit drin in der Lampe. Die machen wir versteckt rot. Na, ein bisschen mehr machen wir. Mehr Lack drauf. Einbrennlack. Ich liebe es. So. Okay, ich muss sie fragen, ob sie das so mag oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sie sagt. Ich finde es cool. Ich finde es einfach cool. Kriegt man ja so ein Ding noch nachgekauft, die neueren davon mit einer roten, mit einem roten Schirmchen. Das wäre natürlich ideal. Ja, ich hab sie nicht mehr. Wehe, das passt nicht. Wehe, das passt nicht. Frische Krise.
Das ist der Nachbau? Das ist das Original. Das wird nicht passen. Scheiße, das wird nicht passen. Es passt nicht. Es passt nicht. Hier ist kaputt. Ich baue das nochmal um. Ich baue das nochmal ab hier oben. Ah, leichter als der Sinelli. Ja, das ist ein ganz schöner Punkt. Jetzt Samstag wollen wir es machen, weil ein paar Kids noch nicht da waren. Er ist fahrbar, natürlich. So, guck mal, leuchtet jetzt. Mhm. Ja, das ist ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen wackelig schon. Es ist schon ein bisschen. Echt ein schickes Rad. Geile Meile! Ja. Schön. Okay, ciao. Wir sehen uns wieder. Baby, baby, baby. Ooh, like baby. Baby, baby, oh, like baby, when high. Kennst du das Lied? Ja. Oh, scheiße, wirklich jetzt? Ja. Du bist ein Arsch, Tommy. Scheiße. Ey, das war Spaß, ja. Mensch, der Tag geht um und ich hab nichts mit Rädern richtig gemacht. Das ist unglaublich. Der eine Tag ist total interessant. Jetzt ist es 19.13 Uhr. Mir ist das passiert. Ich meine, Mann, ist das unordentlich hier. Hier müsste man mal aufräumen. Zack, wird aufgeräumt. Leider geht das Aufräumen immer nicht. Zack, so schnell wie man denkt. Jo, ich mach mein Bike. Jo. Kein Problem. Ja, Erichs Partner ist nicht erreichbar. Ja Mensch, danke, dass ich dir vertrauen durfte. Hey, was ist denn los jetzt mit dem Brat? Bringst du es nicht? Und wenn nicht, wie verbleiben wir jetzt damit? Was ist los? Dein Kumpel wohnt im Funkloch? Natürlich. Mann, geht mir das auf den Sack, also wirklich, ey. Mach, dass du herkommst, bis 21 Uhr bin ich hier. Ey, echt keinen Bock mehr, ey, das macht keinen Spaß. Dennis kann das ja nachvollziehen. Die sind immer alle so aufrichtig und so ehrlich, die Leute, ja? Also, sowas von aufrichtig, ehrlich und respektvoll. Also, das tut schon weh. So viel Ehrlichkeit, Respekt und Aufrichtigkeit. Ich bin halt Arschnasen, was willst du machen? Also, ich. Das ist nicht gut. Warte. Also, eine Frage. Ja, wie gesagt, ich könnte dir auch voll zum Kotzen. Wie gesagt, vor allen Dingen, weil, wie du auch sagst, die Mädchen, die labern halt extrem auf den Sack. Weil halt alle so viel so respektvoll sind und so korrekt und so aufrichtig und Dafür habe ich kein Werk. Enten. Kein Geld. Oh, ja, fine. I want to ask for the
bike when you return it. Heute? Dann sind heute vier Räder weg. Wie kann ich rechnen? Und das Schloss kostet auch 70 Euro. So kein Schloss da. Das sind mal locker 1100 Euro, wa? Naja. Na, die Räder kosten ja 380 oder was? 380. Ohne Schlösser? 400, sagen wir mal mit. Drei Mieträder sind 1200 plus Schlösser. Klapprad. 1300, Klapprad, das war nicht, oder? Das war 70 Euro. Aber egal! Egal! No, egal. Ums Prinzip. 1500 Euro abgeschafft heute. Schön, fantastisch. Das ist, ich freue mich sehr. Toll, wie sollten wir hier. Macht immer wieder Spaß, hier zu arbeiten für andere. Genau. Mitnehmen, wenn Bike Repo bei den eigenen Rädern, also, was für ein Scheiß, ey. Ja, ich, hab, ich hab da keinen Bock drauf eigentlich, wa? Nee, aber ist also für alle, die nicht wissen, wo wir sind in Kreuzberg. Ach so, ja. Und das ist Kreuzberg. Viamma. La Viamma. Das interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen. Dann aber hat der gute Kollege gesagt. Haben wir den Kollegen gar nicht angetroffen, nur den Kollegen vom Kollegen. Den Bruder. Hat er ja zugegeben, denn. Habe ich ja nur getippt, aber hat er ja zugegeben. Wieso wollte er sich da erst ausreden, oder? Nee, aber ich habe ja immer getippt. Der Bruder war, hat gesagt, wer. Er ist ja mein Bruder. Hat er doch gesagt, hat er auch bestätigt. Und sie haben meinte, naja, da muss man die nötigen Schritte gehen, eigentlich kurz um, was? Eigentlich, was anderes hat er ja nicht gesagt. Er redet mit ihm, er fährt es, versucht es zu klären. Ja, na, eigentlich traurig, wa? Also das. Ja, schade, dass du das in der Familie so entgleist. Oh. Ja, weil wie gesagt, steckt man ja nicht drin, wa? Der Rede macht das vielleicht alles richtig. Ja, wenn er sagt, dass man Kinder hat oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht sind es auch seine Schwester gewesen, kann auch sein. Dass die ganze Familie da wohnt. Ja, die Kinder schlafen, wisst ihr. Ja, alles geht. Die haben schon Kinder bei dem Alter. Ja. Ja. Also Adresse stimmt, aber er ist nicht da, nicht anzutreffen. Ne? Ich habe aber hier auf einer asiatischen, immer in chinesischen Frauenseite, immer japanische Frauenseite, ob ich da eine passende Frau finde, der ich ein Kind verpassen kann. Und jetzt werde ich mit E-Mails überflutet ohne Ende. So. Und die Wacht hat mir das auch nicht, weil... Da muss ich Geld für bezahlen, damit ich mir die Texte durchlesen kann. Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, wie kommst du denn auf, überhaupt auf so eine Seite zu gehen? Keine lange Beine. Ja, Alter, das sind nur Fake-Dinger. Komplett. Zu 99% haben sie mal, habe ich vor kurzem jetzt gerade erst einen Bericht angeguckt, eine Dokumentation über alle Kontaktseiten. Aber wie gesagt, bezahlt ihr da nichts. Die arbeiten mit, da sind ganz normale Mitarbeiter, die schreiben dir irgendeinen Scheiß. Oh, lecker, lecker! Guck mal, zieh! Mann, ich ärgere mich, ey. Ich ärgere mich den ganzen Tag. Das ist echt wahrscheinlich die zwei aus England oder was das war. Ja, ist immer echt scheiße, wie die sich aus der Affäre ziehen, wa? Scheiße. Naja. Tja, liebe Leute, ich habe zum ersten Mal habe ich das 9 Plus Symbol erreicht auf YouTube bei Benachrichtigung. Was heißt denn 9 Plus? Ich habe 12 Nachrichten. Cool. Benachrichtigung. Das ist wirklich viel. Meine Güte. Alles lesen. Muss ich alles lesen? Ja, aber das geht ja wahrscheinlich schnell. Ich bin sehr gespannt, vielleicht auch Negatives. Kommt ja jetzt langsam auch so ein bisschen auf. Einmal Daumen runter, Daumen runter.
beim Vlog von gestern. Aber das war mir klar. Das ist für manche ist das halt so. Für manche ist das auch, die finden das zu teuer und ach ja, aber das ist viel Arbeit. Naja, ich kann das, wie gesagt, dadurch, dass ich das alleine, ich delegiere es ja nicht. Wenn ich es delegieren würde, würde ich vielleicht auch ein bisschen weniger Geld nehmen oder so, würde ich sagen. Aber trotzdem, die Arbeit muss ja gemacht werden. Wisst ihr, wenn ich einfach nur was nehme, annehme und reiche es nach hinten durch in eine Werkstatt, dann ist es mir ja scheißegal. Ich schreibe Betrag X auf und das ist dann nachher gemacht und ich kassiere das einfach nur ab. Das ist mir das, ja, in dem Moment scheißegal. Ich rufe dann Betrag X auf, 20 Euro meinetwegen, plus Material. Da wäre auch bei 25 oder so, was weiß ich, mit den ganzen Zusatzarbeiten. Ja, und aber ich habe die Arbeit ja nicht gemacht und ich habe mich da nicht rumgeärgert. Mir ist es dann gleich, auch wenn der Mechaniker hinten flucht, der sein armseliges Festgehalten bekommt am Ende. Ja, für was weiß ich, 1200 Euro oder was im Monat, was die denn raus haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, bloß wie gesagt, wenn du das alles, wenn du alles das selber machst und den Stress hast, permanent, der ist mir egal, ob ich da 5 Euro mal teurer bin als wer anders. Ist das gleich. Und jetzt hat er 36 Euro bezahlt. Ich hab. Wie war der eigentlich denn? Hast du das abgeholt? Der war zufrieden. Dann ist gefreut. Na ja, klar, ich war schon zufrieden. Also, er hat da jetzt auf eBay Kleinanzeigen irgendein anderes Laufrad noch gefunden, was so ähnlich ist, und meinte so 50 Euro, ob das in Ordnung ist für so ein Laufrad komplett. Ich sage, ja, ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung, aber du weißt natürlich nicht, in welchem Zustand das tatsächlich ist. Die können ja da alles schreiben. Hast du mir die Speichen erzählt, die zu lang waren? Ich habe ihm nicht alles erzählt, ich habe ihm nicht gesagt, habe ihm Felgenband gezeigt, das ist ja ein paar Euro teurer geworden. 36 Euro hat er jetzt bezahlt am Ende. Ja, das ist halt so. Hat aber zahlt, ne, war gut. Ich war nur erstaunt, dass das so teuer ist. Ob das nur eine Speiche oder zwei Speichen oder drei Speichen sind, die du machst, oder eben fünf Speichen, das ist dann am Ende ja völlig egal. Der Betrag bleibt der gleiche. Das sind immer diese 30 Euro Grundbetrag für ein Hinterrad, 25 Euro für ein Vorderrad. Nehme ich halt, wenn es ein Vorderrad, das ist halt Arbeit, ganz einfach. 15 Euro ist alleine zentrieren im Grunde genommen, ja. Und 10 Euro ist der Ausbau, sprich Mantel runter, alles andere runter. So, im Hinterrad ist es anders. Da ist eben 15 Euro Mantel runter und Mantel wieder ruf, also wie ein Schlauchwechsel. 10 Euro, ja, wo war ich denn jetzt? 10 Euro Mantel runter, Mantel wieder ruf, wie beim Schlauchwechsel. Zentrieren 15 Euro und 5 Euro den Kranz abziehen und wieder aufmachen. Ganz einfach. So setzt sich das zusammen, ganz simpel. Ja, aber da hast du ja nicht mal. Der Zentrieren bleibt der gleiche, 15 Euro für Zentrieren. Wenn einer sagt, der kommt mit dem Laufrad pur zu mir und sagt Zentrieren, sind es 15 Euro. Ohne was drauf, ohne dass ich was ausbauen muss, ohne dass ich so, sind es 15 Euro. Ganz einfach. Trotzdem. Macht auch keiner nach. Wenig. Das ist wenig, ja. Gefühlsarbeit. Ich habe kurz die Nummer 10, ja. Ja, wie gesagt, aber wie gesagt, an den Preisen, das kann ja eh gut finden, der andere schlecht, das ist mir auch gleich. Ich muss das für mich vertreten können, ganz einfach, die Arbeit. Die Arbeitszeit, die Geld, was ich... Das steht da gerade im Weg, oder? Okay. Das ist eben das. Clara Fall hat auch geschrieben. Sehr spät aus. Ja, ich musste das ja erst klären. Ich musste ja dahin. Ja, was ist das für eine Aussage? Müssen wir es halt anzeigen? Klingt ja schon so nach. Passiert öfter mal. Schau, Kreuzberg, das war das Beste wieder. Ich dachte, du hast was mit der Pizza geklärt. Pizza, wir müssen nicht. Pizza habe ich danach gegessen. Ich habe mich da hingesetzt und habe eine Pizza gegessen. Ach, du hast schon noch gegessen. Ja. Ja, und jetzt? Und jetzt? Na? Komm. Gute Nacht. Auf alle Fälle jetzt erstmal. Gute Nacht, macht's gut, bis morgen. Ist jetzt gleich 23 Uhr, jetzt schneide ich gleich noch den ganzen Rotz. Gibt ja kaum was zu schneiden. Also heute ist ja langweilig eigentlich. Bis auf dass ich irgendwie drei Räder offensichtlich abgeschafft habe hier, oder was ist los? Meine, hat der sich jetzt gemeldet? Hast du dir geschrieben? Ich habe dir geschrieben. Okay. Na, hoffen wir mal das Beste, nicht, dass die auch aus Kreuzberg kommt und sagt, das Kreuzberg ist halt so. Ich bin jetzt, wenn die gar nicht mehr da sind. Es kann doch nicht sein, ich meine. Hätten wir ja mal einen Kontakt vielleicht auch. Vielleicht eine Telefonnummer von dem Typen oder so. Irgendwas, eine Kontaktadresse. Scheißdreck. Ansonsten geht das auch wieder per Anzeige. Das muss doch alles nicht sein. Geht einfach nicht. Ja, gut, ja. Okay, alles klar. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Macht's gut.